Ein Steak. Sehr blutiges Steak. Sagen Sie auch die Wahrheit? Okay, gut. Es ist Avocadosalat. Warte, was wird das? Ich bin nur neugierig. Hey, Sie haben mir noch nicht Ihren Namen genannt. Mein Name ist Linry. Ja, jetzt kann ich nichts mehr trinken. Wie geht es dir? Mir geht es gut, aber... Nun, dieser Ort macht mich etwas nervös. Wie das? Ist das Feuer nicht gemütlich? Ich weiß nicht, es fühlt sich einfach ein bisschen komisch an. Du machst es dir hier aber schon echt gemütlich, obwohl, warst du scheinbar hier? Klar, ich war hier schon sehr oft, aber dieses ist mein erstes Mal? Okay. Ah ja, Moment, was? Hm? Wie? Entschuldige, aber könnte ich eben einen Moment für mich haben, bitte? Ich muss mich eben nur um etwas kümmern. Alles klar. Kümmere dich nicht um mich, ich brauche eben nur einen Moment für mich. Ja, ich könnte jetzt einen Schluck gebrauchen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die Uhrzeit wichtig ist. Kurz nach drei. Warte, ich muss dich etwas fragen. Ha? Ich meine, zuerst muss ich dir etwas sagen. Was denn? Deine Jacke sieht toll aus. Oh, danke. Und was wolltest du mich nun fragen? Vergiss es, vielleicht komme ich später darauf zurück. Hm, okay, bis dann. Kümmere dich nicht um mich, ich brauche nur eben einen Moment für mich. Okay. Und dann gucken wir mal, wo es hier unten reingeht. Okay, hier geht's raus. Wow, dieses Zimmer ist etwas anderes. Ein kampferprobtes Sofa, das seine Wunden von Weitem verbirgt. Ein gepolsterter Thron mit flüschigen Fächern an der Seite. Ein glänzender neuer Spielstuhl. Eine leere Schüssel. Und ja, Fällt mir jetzt gerade erst auf, das Spiel hat halt... Ja, nur eine 4:3 Auflösung, so wie alle Freebird-Spiele. Ich bin halt überrascht, dass OBS das in 180p aufnehmen kann. Oder sind es 720, was ich eingestellt habe? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich habe schon lange nicht mehr nachgeguckt. Aber ja, was ihr hier wirklich seht gerade, ist auch wie ich es sehe. Also ich sehe hier auch den Rand und alles. Das ist nicht nur bei euch so. Also auch, dass der Raum hier sehr klein nachher im Video ausfällt. Nicht, dass ihr euch wundert. Eine leere Schüssel. Hier ist auf jeden Fall was in dem Baum. Hier kann ich wieder raus. Kann ich hier drüben rein? Die Tür ist verschlossen. Okay. Ein glänzender neuer Spieltunnel, den hatten wir, okay. Die Tür ist verschlossen. Sie sitzt immer noch hier. Die Tür ist verschlossen. Okay. Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit, was auch immer es hier, was da rumliegt, wahrscheinlich ein Schlüssel. Ein kleiner Bronzeschlüssel. Vielleicht passt der für die Tür. Ich sollte den wohl irgendwie zurückbekommen. Ich sollte besser einen Weg finden, den Schlüssel zu bekommen, ohne meine Hand zu verlieren. Ding am Stock erhalten. Okay.
Probieren wir es aus mit einem Stock. Das hier ist auf jeden Fall wahrscheinlich das Katzenzimmer. Ja, es ist das Katzenzimmer. Warum auch immer die Katze... Okay. Den Schlüssel einfach wieder rausrückt. Türschlüssel erhalten. Sieht zwar aus, als ob es in Ruhe gelassen werden möchte. So, wofür... Die Tür da drüben sollte direkt zurück in den Gang führen. Na, dann probieren wir die doch mal. Tür mittels Schlüssel entriegelt. Ein Mord ist nicht gut. Hey. Sind wir hier bei einer Leiche zum Dessert, aber wir hatten doch noch gar keinen Hauptgang. Okay, sie ist auch ein bisschen tot. Was? Linry ist auch tot? Nein, ist verschwunden. Hilfe, irgendjemand, Hilfe. Hey, was ist passiert? Wir haben die Schreien hören. Was ist da an deiner Hand? Okay, wenn die Story nimmt Fahrt auf. Ich sollte es Ihnen sagen. Aber was habe ich da eben gesehen? Sir, geht es Ihnen gut? Oben, irgendwas ist dort oben geschehen. Wie bitte? Sie sind tot. Ich habe es gesehen. Ich weiß nicht wie, aber ich will damit sagen, ich öffnete die Tür und sind Sie angekommen? Und da leben sie wieder. Oh gut, du bist hier. Willkommen und fühl dich wie zu Hause. Was zum Teufel? Warte, vielleicht sehe ich nur Dinge. Vielleicht sind sie nicht wirklich da. Sie sind alle noch putzmunter. Ich meine, nein, warte, das ist gut so. Vielleicht habe ich mir die Leichen nur vorgestellt. Aber wie habe ich... Ich wusste nicht einmal, wie sie aussehen. Geht es dir gut? Es sah aus, als wärst du geistig weggetreten. Ist irgendetwas? Ist dein Blutzuckerwert zu niedrig? Nein, mir geht es gut. Ich meine, ich weiß nicht was. Es ist Zeit. Ihr beide solltet besser gehen und euch fertig machen. Linry? Hallo. Hast du gesehen, was passiert ist? Tut mir leid, kenne ich dich? Erinnerst du dich nicht mehr an mich? Sind wir uns irgendwo schon einmal begegnet? Hier, wir haben uns genau hier getroffen. Ich meine nicht genau genommen hier, aber in diesem Haus. Wovon sprichst du denn bitte? Ich bin gerade hier angekommen. Aber oben? Da ist mich gefragt, was mein Lieblingsgericht ist. Und mein
dunkles Geheimnis. Welches dunkles Geheimnis? Okay, du machst mich gerade wahnsinnig. Super. Warte eine Minute. Hast du zufällig einen Zwilling? Bitte belästigen Sie die anderen Gäste nicht, Herr Reynard. Prisha, oh, was für einen grausigen Himmel wir da draußen haben. Sag mir, dass du jemanden hast, der sich um das Chaos kümmert, Liebling. Keine Sorge, Frau Ahuya. Drehen Sie einfach auf das automatische Reinigungsmodul und alles wird sich im Handumdrehen erledigen. Automatische Reinigung? Was ist mit der eher praktischen Herangehensweise geschehen? Sie scheinen ein fähiger Bursche zu sein. Oh je, noch zwei. Meine Güte, ich bin so durcheinander. Idina. Und wenn ich daran denke, dass ich dieses Kleid anzog, nur um Schlamm über den ganzen Boden zu verteilen. Keine Sorge, gnädige Frau, es gibt nichts, womit unser X-Clean 4000 Super nicht fertig wird. 4000, der ist doch schon antik, oder nicht? Für eine Einrichtung dieser Art hatte ich mir Besseres erwartet. Das haben Sie richtig zur Kenntnis genommen, Herr Armstrong. Ich habe nicht darauf geachtet, wie er heißt. Oh, deine Wangen sind einfach so süß, wenn du das sagst. Okay. Louis. Junge, da draußen schüttelt es wie aus Eimern. Verdammt, ist das die X... Ist das die X-Clean 4000 Super, die ich dort sehe? Hervorragendes Auge, Herr Kleck. Natürlich, ich würde gerne eine davon mit nach Hause nehmen. Zusammen mit dem, was Sie hier drüben zusammengebastelt haben, falls die Gerüchte wahr sind. Sicher, wir werden versuchen, Sie nicht zu enttäuschen. Wo sind wir hier reingeraten? Wer sind diese ganzen Leute? Sie sollten bald fertig sein. Bitte gedulden Sie sich nicht noch ein wenig. Okay. Ich sollte Linri fragen, was hier geschieht. Interessieren Sie sich für ein Thunfischröhrchen? Ich bin nicht in der Stimmung für ein... Werde ich hier langsam verrückt? Nein, mein Herr, diese Röhrchen riechen wirklich so gut. Ich meine, wegen dort oben. Ich bin ja ziemlich sicher, dass ich dort... Aber auf einmal standen dort diese ganzen Leute. Mein Herr, ich weiß zwar nicht, was mit ihnen geschieht, aber es klingt das danach, als ob sie ein Thunfischröhrchen vertragen könnten. Wissen Sie was? Gut, geben Sie mir eine. Okay, das hat geholfen. Ich weiß. Sie sollten bald fertig sein. Bitte geben Sie sich noch ein wenig, sagt Rika. Mehr sagt Rika nicht. Möchten Sie noch eines? Ja, gib mir noch eines. Entschuldigung, nur ein Röhrchen pro Gast. Warum haben Sie dann überhaupt gefragt? Ja, gut. Gucken wir mal, wer die Leute hier sind. Fischer, Liebling, wenn das, was in diesem anderen Raum liegt, auch nur die Hälfte von dem ist, was uns versprochen wurde. Nun, ich nehme nicht an, dass du dich für die technischen Details interessierst, oder? Oh, natürlich, tatsächlich tue ich das. Dieses Dingsbums-Zeug war für mich schon immer eine große Leidenschaft, wenn ich dazu nur die Zeit hätte, natürlich. Ich meine, sonst würde mein Mehrscheibenspiegel funktionieren. Okay. Dr. Yu ist ein nachweisbares Genie, nur noch ein bisschen mehr. Okay, mehr sagt sie nicht. Ich freue mich einmal, meinen Bruder zu sehen, das Geld auszugeben. Naja, erst gestern hat er einen Blick auf meine tollen rubinverkrusteten Schuhlöffel geworfen und sagte, Schwester, ich habe mein Leben nicht mit harter Arbeit verbracht, um das geerbte Vermögen unseres Vaters auf einmal auszugeben. Ich wage zu behaupten, dass ihre gemeinsamen Geld der Menschheit jetzt besser dienen als zu Hause. Wie lange wollen die uns noch warten lassen? Bist du auch ängstlich? Eigentlich nur gelangweilt. Okay. Victor ist sein Name. Mir wurde gesagt, dass hier ein beneidenswerter Geldstrom fließen würde. Aber wenn ich mich hier so umsehe, Idna und ich werden 80% des Nettovermögens des Reinvermögens in diesem Raum ausmachen.
Okay. Sie sind sicherlich kein Investor, oder? Investor? Nur ich meine diese unansehnlichen Hosen. Hey, diese schlichte Billigjacke, dieses absolut langweilige Shirt. Aber Moment mal. Aber natürlich, das ist genau die Verkleidung, die ein erfahrener Milliardär verwenden würde. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Keine Sorge, Ihr Geheimnis ist bei mir sicher. Okay. Dieser Wein ist ein bisschen trocken, aber ich bin mir sicher, dass sie dies bereits wussten. Okay, was hast du zu sagen? Aber wie du erkennen kannst, drin, mein Team hat die Industrie revolutioniert. Tut mir leid, über welche Industrie sprechen wir? Natürlich, entschuldige, meine Gedanken sind manchmal selbstständig. Das ist der ewige Fluch des Genies. Ich muss es einfach langsam erklären. Um die Schwere einer solchen Leistung wahrhaftig zu begreifen, müssen wir zum Ursprung der Chemie zurück. Oh, müssen wir? Ja. Hier unten ist immer noch die Hauptattraktion. Der Reis in der Thunfischrolle wurde vom Reisbot zubereitet. Oh, niedlich. Haben Sie es gegessen? Ja, es war lecker, danke. Nur lecker, für die kann man sterben. Okay, so wie du das ausdrückst, ist es angesichts der Umstände beunruhigend. Die Tür ist verschlossen, die andere sieht offen aus. Okay. Entschuldige mich. Oh, du schon wieder. Wieder? Erinnerst du dich? Nein, bitte lass mich alleine. Wie ich bereits sagte, Rinri, und ich denke, du wirst dies sehr interessant finden. Oh ja, natürlich. Über was sprachen wir noch gleich? Also, weil unter dem Kühlschrank das zweitmeiste Eis zu finden ist. Mann, vielleicht brauche ich einfach nur mal frische Luft. Nur was geschieht hier gerade? Wäre ich langsam verrückt? Oder vielleicht ist es einfach ein Déjà-vu in Verbindung mit einem schlechten Traum? Ja, ich bin gestern einfach zu spät ins Bett gekommen und dann im Bad eingeschlafen. Linri? Och nee, du schon wieder. Entschuldige, ich wollte nur. Sieh mal, ich möchte nur auf die Toilette gehen. Wenn du damit nicht aufhörst, dies. Warte mal, riechst du etwas? Ja, ist das Rauch? Rauch. Ich sollte helfen. Gut. Was geschieht hier? Ich habe keine Ahnung. Ein vertikaler Ofen, der bei maximaler Kapazität brät. Schalten wir ihn mal aus. Es ist zu spät. Sie sind bereits hier. Braucht ihr ein paar zusätzliche Hände? Nein, rettet dich einfach selbst. Mehr Köche. Wir brauchen mehr Köche. Den Kühlschrank kann ich nicht aufmachen. Der Topf qualmt. Der Topf ist der Wahnsinn. Ein silbernes Dingsda-Bumster. Hier war doch auch gerade eine Lupe. Jetzt nicht mehr. Okay, schade. Bereutes Mikroben. Okay. Mit den langen Schlangen im Supermarkt. Ja, okay. Den wollte ich eigentlich nicht zumachen. Ich wollte ihn aufmachen. Ich kann hier sonst nichts mehr benutzen. Mann, dieses komplett verrückte Haus ist nur. War das. Aber sie. Okay, erst einmal das Wichtigste. Wie viel Uhr ist es? Es ist immer noch kurz nach 3. Sie kam gerade hier raus.
Nur eine durchschnittliche Toilette. Hey, warst du gerade... Hm? Draus, egal. Okay. Das fängt gut an. Wir müssen also hier hoch. Linri. Also die Leichen sind schon mal einfach verschwunden. Die Tür ist verschlossen. Es gibt eine kleine Aussparung am unteren Rand. Es ist schon wieder verschlossen. Okay, die Tür ist auch verschlossen. Ist sie jetzt tot hier drin? Nein, jetzt sind die beiden tot hier drin. Wie konnte das nochmal passieren? Vielleicht sehe ich auch einfach nur Dinge nach all dem. Ja, diese Situation geraten gerade richtig außer Kontrolle. Oh, Mr. Reynard, haben Sie die Professoren mittlerweile getroffen? Ja, ich glaube, sie sind hier drin. Super, danke. Sei bitte eine Halluzination, bitte eine Halluzination. Nein. Ich muss dem auf den Grund gehen. Ja.